Hey Leute, in letzter Zeit geht es in der Technikwelt irgendwie nur noch um Elektroautos. Doch schon seit einigen Jahren interessiert mich ein Thema sehr viel mehr. Wie können wir das Auto ersetzen oder zumindest sehr viel weniger nutzen? Und meine bisher liebste Option, die ist das E-Bike. Und hinter mir steht das neue Cowboy 4. Es ist nicht nur bildhübsch, sondern auch das intelligenteste Fahrrad, was ich bisher getestet habe. Ich hatte schon vor Monaten die Gelegenheit, das neue Cowboy 4 für 2 Stunden zu fahren, aber habe es jetzt ausführlich ausgeliehen bekommen von Cowboy. Sie haben dieses Video hier also unterstützt, aber hatten inhaltlich überhaupt gar kein Mitspracherecht, wie ihr auch im Verlauf vom Video merken werdet. Es hat sich im Vergleich zum Vorgänger sehr vieles getan. Der Kern, das was ein Cowboy ausmacht, ist aber geblieben. Es gibt 3 wirklich gelungene Farben: Schwarz, Sand und Khaki. Letztere beiden finde ich gleichermaßen schön, leider hat mir Cowboy nur schwarz ausgeliehen. Ganz neu, es gibt ein zweites Cowboy, einen zweiten Rahmen, die ST-Version. Manche werden direkt darauf schließen, dass das hier eine Damenversion ist, ein Cowgirl sozusagen, und ja, alle Frauen, die ich es fahren ließ, bevorzugen es, aber ich finde auch, dass man darauf deutlich aufrechter sitzt, was schön ist. Eine neue Entwicklung, die mich offen gesagt überrascht hat, weil man sie nicht sofort sieht, ist, dass nun rund 90% der Teile von Cowboy selbst entwickelt und hergestellt sind. Das ist von wenigen Ausnahmen unüblich im Fahrradmarkt. Nur Motor, Riemen und Reifen sind von Drittanbietern. Letztere sind jetzt breiter, 46 statt 42 mm, was, wie mich überraschte, Unebenheiten sehr viel besser abdämpft. Das weichste Fahrerlebnis ohne echte Federung, was ich kenne. Die Reifen sind wieder pannenfest und haben zwar wenig Profil, aber einen guten Gummi, der auch bei Nässe Grip gibt. Beim Vorgänger habe ich kritisiert, dass man viele Kabel sehen konnte, nun sieht man rekordverdächtig wenige. Das macht das Design auf jeden Fall minimalistischer, aufgeräumter und angenehm zurückhaltend. Der Akku sitzt wie bisher unterm Sattel und kann einfach entnommen werden. Da er von einer matten Beschichtung abgesehen baugleich zum Vorgänger ist, kann man in der Familie mehrere Cowboys haben, ohne aufpassen zu müssen, welcher Akku von wem ist. Mit 2,4 Kilogramm ist es sehr einfach, ihn anstelle des Rads in die Wohnung zu tragen. 360 Wattstunden klingen nach nicht viel, aber die Reichweite ist mit 60 Kilometer trotz meiner Fahrweise mehr als genug. Leider gibt es weiterhin keinen Hinweis, wie voll der Akku bereits geladen ist, nur im Rad kann man aufs Prozent genaue Angaben machen und das Ladegerät muss man echt fest einstecken, damit es funktioniert, sonderlich schnell lädt es auch nicht auf. Die Lichter sind dieselben wie im Vorgänger, sehen dementsprechend immer noch stylisch aus und gesehen wird man gut, nur kann man selbst bei Dunkelheit praktisch nichts sehen. Weil sie so soft sind, macht es sogar einfach Sinn, die beiliegenden STGVO-konformen LEDs zu nutzen, auch wenn die dann natürlich das Design schmälern. Der Heckmotor im Cowboy 4 ist 50% stärker geworden, 46 Newtonmeter um genau zu sein. Menschen mit Mittelmotor werden nun schmunzeln, aber das vergeht ihnen, sobald sie erfahren, dass ein Heckmotor etwa um den Faktor 3 mehr Drehmoment auf die Straße bringt. Sprich, die Beschleunigung ist mit 45 Newtonmeter besser als mit 135 Newtonmeter bei einem Mittelmotor. Und das spürt man. Es ist eine sehr harte Beschleunigung, schon beim Anfahren macht man einen leichten Satz nach vorne, davon abgesehen ist es ein sehr natürliches Fahrerlebnis. Cowboy-Besitzer schwärmen immer vom Drehmomentsensor und wie leise alles ist. Man denkt, dass man gar nicht wirklich auf einem E-Bike sitzt, sondern hat einfach das Gefühl, immer bergab oder mit Rückenwind zu fahren. Ohne Knöpfe und ohne einstellbare Stufen. Bis 27,5 km/h wird unterstützt, alles darüber geschieht dann in eigener Muskelkraft. Beim normalen Cowboy 4 habe ich diese Geschwindigkeit auch erreichen können, bei der ST-Version jedoch, da ist die Übersetzung kleiner und deswegen muss man ganz schön strampeln, deswegen war dort dann meine normale Geschwindigkeit eher so 24 km/h. Der Riemenantrieb ist ein Single Speed, sprich hat keine Gänge. Er braucht kein Fett und ist äußerst wartungsarm, aber ich habe nicht schlecht gestaunt, als sich die weite Hose meiner Freundin zwischen Riemen und Zahnrad verfing. Eine Abdeckung sieht zwar nicht gut aus, aber würde das beheben und den Riemen schützen. Die Bremsen waren beim Cowboy 3 schon gut, aber hier sind sie noch besser und schöner. Für Hydraulik sind sie nämlich ungewöhnlich klein und unauffällig am Lenker. Ein großer Kritikpunkt, den ich beim Cowboy 3 hatte, war, dass es keinen offiziellen Fahrradständer gab und der nur sehr umständlich im Nachhinein installiert werden konnte. Doch jetzt gibt es nicht nur einen, der ist auch super solide und schön anzusehen. Und wenn ihr das Fahrrad über den Link in der Videobeschreibung kauft, dann bekommt ihr nicht nur den Ständer, sondern sogar einen Gepäckträger kostenlos mit dazu. Aber pst,
Das habt ihr nicht von mir. Und die Schutzbleche, die früher 100 Euro Aufpreis gekostet haben, die sind jetzt auch immer installiert, was ich sehr gut finde. Euch ist vielleicht aufgefallen, dass das Fahrrad nirgendwo ein Display oder Tacho hat. Das liegt daran, dass euer Smartphone der Bordcomputer ist, das aber auch nicht sein muss. Mit ihm oder mit dem Schlüssel entsperrt man das Rad. Inmitten des geschwungenen neuen Lenkers ist dann ein Quad Lock. Das ist ein System des führenden Smartphone-Fahrradhalterungsherstellers. Ich habe in der Vergangenheit ziemlich positive Erfahrungen mit dem Quad Lock-System gemacht. Nichtsdestotrotz finde ich es ärgerlich, dass man hier auf ein herstellerspezifisches System setzt, denn das gibt es nicht mal für jedes Smartphone einfach so und die Hüllen, die sehen auch nicht super schön aus oder super hochwertig. Warum hat man also nicht einfach so eine universelle Halterung hingebaut, wie das eben auch viele Carsharing-Fahrräder und Scooter haben? Denn das Beste habe ich euch noch nicht gesagt. Es ist ein Wireless Charging Pad unter dieser Halterung und das lädt euer Smartphone mit maximal 15 Watt. Bedeutet, es ist nach eurer Radtour voller als davor und das ist ein echt cooles Feature. Auch die Cowboy-App ist klasse, die zweifellos beste im Fahrradbereich. Sie hat eine Karte inklusive Navigation, welche die Luftwerte auf der Route berücksichtigt, damit ihr möglichst gesund fahrt. Außerdem wird immer die aktuelle Geschwindigkeit und Dauer des Trips angezeigt. Man bekommt Wetterinfos und sieht immer, wo das Rad steht und wie viel Reichweite es noch hat. Der Support ist außerdem super freundlich, sehr schnell und sehr einfach über die App erreichbar. Das muss man einfach mal positiv festhalten. Und zu guter Letzt kann man noch einen Notfallkontakt hinterlegen und solltet ihr stürzen, allein sein und euch nicht mehr bewegen können, dann kann das Cowboy diesen Kontakt anrufen und somit potenziell euer Leben retten. Ein Thema habe ich noch, Diebstahl. Man muss zwar noch ein normales Schloss dazu kaufen, aber für den Notfall hat das Cowboy 4 GPS. Professionelle Diebe wissen das auch schon und meiden es deswegen. Dumm nur, dass mein Cowboy 3 von einem Nicht-Profi geklaut wurde. Man konnte ziemlich gut nachvollziehen, dass nachdem das Fahrrad abgestellt wurde, ziemlich zügig in den Nachbarhof gebracht wurde und dort wurde dann mein Schloss geknackt. Dann stand es wohl in einem Keller, weil kein neues Signal kam. Aber dann kam Bewegung in die Sache. Ein aktueller Standort wurde aktualisiert und war 15 Minuten entfernt, also haben Robin und ich uns auf den Weg gemacht und da stand das Fahrrad in einer Art Schrebergarten. Wir haben die Polizei gerufen und die kam dann und hat das fremde Schloss geknackt. Die DNA am Fahrrad wurde gesichert und wir hatten unser Rad wieder. Das zeigt mal wieder, dass sich Diebstahl nie auszahlt und Technik eine tolle Sache ist. Ein normales Fahrrad wäre für immer weg gewesen und wir hätten keine Ahnung gehabt, wo es steht. Fazit, das Cowboy 4 verbessert viele Details, aber die großen Dinge sind vor allem das Design, der viel stärkere Motor und natürlich die Smartphone-Halterung mit Wireless Charging. Was mir fehlt, ist zusätzlich zum GPS noch irgendeine Form von Abschreckung. Ein kleiner Lautsprecher, der einfach nur piept, wenn man das Fahrrad bewegt. Ich glaube, das würde viel bringen und so normale Lime-Scooter haben ja sogar auch schon sowas, also sollte es hier auf jeden Fall möglich sein. Davon abgesehen ist es aber ein wahnsinnig intelligentes Fahrrad, was sich auch sehr natürlich fährt. 2.500 Euro sind 200 Euro teurer als beim Vorgänger, aber für die gebotenen Funktionen ist es das in meinen Augen allemal wert. Das war's von diesem Video, ich hoffe, ich konnte euch helfen und dann macht's gut, bis bald. Ciao.